Paul. Simon? Nils. Ah! Da soll nur mal einer sagen, wir sind nicht in diesem Jahrhundert angekommen. Du, es gibt ja immer Leute, die telefonieren, ne? Das ist ja unfassbar, oder? Hast du sowas schon erlebt? Telefonieren, was sind das für Boomer, ey? Lame. Mega lame. Ja. Eine Frage, willst du denn auch bei dir einfach mal Halo installieren und schon mal runterladen, bevor wir No Man's Sky spielen? Du, ich habe den Download bereits angestellt, weil ich weiß ja nicht, wie du das so handhabst, aber ich bin immer sehr, sehr professionell vorbereitet und kümmere mich um Sachen. Na dann. So, ich mache ja gerade die Mission fertig. Ich kann dir übrigens dann später auch bei deinem ganzen Kram helfen, aber ich würde dir fast vorschlagen, weil bei mir hat das auch sehr gut geholfen. Ja. Entschuldigung, ihr hört den Nils, jetzt hört ihr den Nils. Bei mir hat das sehr gut geholfen. Und zwar, wenn du in deine Gruppe noch Leute einladen würdest, die schon weiter sind, die können dir dann auch mal Items geben. Haben sie ja eh schon gemacht, habe ich gehört. Und dann musst du halt ganz viele von diesen Missionen nicht so mega bis zum Ende spielen, sondern du kannst zwischendurch dir ein bisschen helfen lassen. Warte mal ganz kurz, Simon. Ja? Hast du gerade gesagt, du hast externe Hilfe in Anspruch genommen von Leuten, die... Das ist nicht dein Ernst. Ernsthaft? Du hast dir helfen lassen? Nein, ich habe mir nicht helfen lassen. Ich bin ein Kamerad, Mann. Ich arbeite mit Kameraden zusammen. Hast du dir irgendwelche Items geben lassen oder was? Nein, Nils, du versuchst dir gerade schon wieder, mir das Wort im Munde rumzudrehen. Ich habe mehr oder weniger alles selbst gemacht. Manche Missionen kannst du nämlich auch nur alleine machen. Aber jetzt zum Beispiel laufe ich mit dem General durch ein altes Schiff und der ballert, während ich alles einstecke. Ja, also das ist echt krass. Okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass du einfach dir von irgendwelchen Leuten, die das Spiel schon voll oft gespielt haben, irgendwelche Sachen geben lässt. Weil ich habe einfach komplett alleine mir alles selbst erarbeitet. Und das ist echt krass. Das ist unfair, ne? Leuten wie dir gegenüber. So. Du kannst wahrscheinlich gar nicht so einfach zu mir kommen, oder? Ey, du kennst mich, glaube ich, nicht. Wenn ich zu dir kommen will, hält mich gar nichts auf. Weißt du noch damals, als du Pizza bestellt hattest und ich hatte Hunger? Und ich war zufällig gerade gefesselt in Eisenketten. Weißt du es noch? Und ich bin trotzdem. Ja, weißt du noch? Trotzdem. Ja. Ja. Ich bin gerade noch in was drin, aber ich komme hier gleich zu dir. Und dann können wir gerne noch zusammen spielen. Wir haben übrigens nur bis Freitag. So, wie kann ich denn hier jetzt. Ja, immerhin. Portieren? Immerhin. So. Los, beeil dich. Wobei, ich mag ja diese Ladegrafik. Bei mir, ich habe den Rechner ausgetauscht und plötzlich hat es viel schneller geladen. Ja, okay. Ja, ich weiß, ich sag das jetzt nur, du brauchst auch mal SSD-RAM oder so. Ja. Das meine ich dann. Das wäre schön. Das wäre sehr, sehr schön. Ey, du hast ja aber hoffentlich nicht von so einem Typ namens Blackstar helfen lassen, oder? Blackstar? Hat der dir auch alles gegeben? Nein. Der hat eindeutig zu viel. Nee, das ist, Blackstar ist zu reich. Das ist ein Scammer. Der hat so, ich habe das tatsächlich, der wollte mir helfen und ich habe im Chat dann einen Warnhinweis bekommen. Ich habe das mal recherchiert. Der Typ, der kann, indem er die Items gibt, sozusagen, die werden in-game gespeichert, wenn du gewisse Items kriegst. Die werden in-game gespeichert und die haben das geschafft, da so, so Malware sozusagen in die Items rein zu programmieren, dass die auf deinem Rechner sind. Und dann alles auslesen können. Also vornehmlich irgendwelche Wallets, irgendwelche Crypto-Wallets und die ganzen Daten und so. Ja, vor allen Dingen. Das ist richtig krass. Bist du mit einem Ra-General unterwegs? Ja, der Ra-General ist auch hier. Alle sind hier. Das sind jetzt meine Freunde. Deine sind jetzt mir. Warst du auf meinem Planeten auch? Nein, weil dein Planet ist scheiße und langweilig. Alter, hast du sie noch alle? Da war nichts Spannendes. Ich habe ihn mir angeguckt, da war nichts. Ja, wie? Direkt wieder runter zu anderen, wichtigeren Planeten. Alter, ganz ehrlich, du bist auch so ein Typ, du siehst eine Orchidee aus einem Betonweg wachsen und du trittst drauf, weil sie dir nichts bedeutet. So jemand bist du. Ich komme jetzt, bist du bei... Ich komme jetzt zu dir. Ich bin in einem ganz anderen System. Ich würde auch gerne zu dir kommen. Ich komme jetzt zu dir. Ich muss gerade hier erstmal überleben. Ich bin hier, wie gesagt, in diesem Raumschiff und es ist sehr kalt und ich bin ständig am Frieren und sterben. Es ist kalt und ich friere. Ja. Und irgendwie komme ich gerade nicht raus. Ich laufe immer in die falsche Richtung. Aber ich bin gleich bei dir. Aha. Super Star-Lord. Hat seinen Freund Simon Kretschmer bereits entdeckt.
arrive in 3 seconds to 1. Echt, du bist so schnell zu mir gekommen. Ja, weil ich einfach super gut in diesem Spiel bin. Wo bist du denn hier? Ich sehe hier, ich bin hier oben auf so einem... Wir sind in so einem Frachter und steigen jetzt gerade wieder in unseren Flieger rein, weil wir die Mission quasi erledigt haben. Na, das ist ja gut. Das würde mich jetzt aber überraschen. Nils, bist du das? Ich kann doch auf dein Raumschiff mal raufballern, gerade hier oben. Piu, schieß mal... Ich bin ein bisschen beeindruckt. Du bist das in dem Raumschiff? Ja, für wen hältst du mich? Ja, natürlich. Geil. Ach, ich bin so dumm. Ich, nice, dass du ich muss mal wieder hier aufschalten. Ladezeit ist beendet. So, ihr habt nichts verpasst, Leute, keine Sorge. Alles gut. Jetzt geht's erst los. Hey, dann haben wir jetzt noch eine dicke Stunde. Mhm. Scann mal das Stift und gucke, wie viel es wert ist, sagt jemand. Was, meins oder deins? Boah. Nee, das wurde mir so gesagt. Ach so, wie viel? Deins ist wahrscheinlich so viel wert. Nee, wo ist denn dein Schiff? Ist nicht viel wert. Wo ist dein Schiff? Ich hab noch den alten, klapprigen Bus. Ja, aber der ist doch auch wunderschön. Ich mag den auch sehr, der hat so viele... Perks mittlerweile, dass der gar nicht so schlecht ist. Aber ich werde mir irgendwann auch noch was Besseres holen. Du musst jetzt ganz kurz zu einer Basis nochmal. Ja, okay. I follow you. Meine Frage ist eigentlich, welche von den Sachen hast du denn jetzt schon gemacht? Gar nichts. Ich habe, weißt du, was ich meinen Leuten gesagt habe? Ich habe meinen Leuten gesagt, ey Leute, ich spiele keine einzige Mission ohne Simon. Ich kann ein bisschen rumfarmen. Das jetzt aber nicht machen müssen. Ja, aber ich, ja. So, das sagst du mir jetzt. Und wenn ich das gemacht hätte, hättest du wieder gesagt so, ja, hättest du mir auch wieder auf Facebook die Freundschaft gekündigt oder so. Das habe ich nur einmal gemacht. Ja. Und da hab ich Gründe gehabt und, Hier vorne ist ein 3-Sterne-Pirat. Den lassen wir, oder? Oder wollen wir den killen? Ja, killen wir doch. Okay, dann gehen wir da noch schnell hin. Warte mal, ich mach dich mal eben lauter. Okay, aber ich bin jetzt gerade mitten in der Scheiße drin hier. Ja, das ist ja kein Problem. Ich habe so einen 3-Sterne-Pirat schon mal verfolgt und dann einer seiner Vasallen hat ihm das Leben gerettet, indem er mich sowas von auf Korn genommen hat und während ich den einen gekillt habe, hat lang gedauert, ist der allen erstes abgehauen. Also der hat echt seinen Bruder geopfert sozusagen, um zu entkommen. Fand ich aber ziemlich cool, weil das war eine gute Aktion von ihm. Seinen Bruder zu opfern? Das war er jetzt nicht. So, bist du da? Attack Ships. Ich glaube, da ist immer noch keiner. Ich hab... Okay. So, dann schauen wir doch mal jetzt, wo wir hinwollen. Auch eine Station. Wie kann ich mir noch mal eine Station hier angucken? Also wie suche ich die noch mal alle durch? Ah, da, ich hab sie. Folgt mir einfach, okay? Okay, jetzt habe ich so ein Schiff vor der Nase. Das nervt mich. Au! Da ist dieser mit dem Saturnring, dieser Planet. Und daneben ist eine Space Station. Warte mal, du bist doch bei dem Freighter, ne? Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich, also ich weiß nicht, ob da, da ist auch einer. Ne, ich bin bei dieser Flotte. Alter, ich wurde gerade geradet von Ronnie Berger Live. Wie kann man nur seinen Kanal so lame nennen? Seinen eigenen Namen und dann live dahinter. Wie so ein Boomer. Lame. Hey, Ronnie Berger, Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich spiele heute mit Simon, kretsch mal ein bisschen No Man's Sky. Ey, ich werde attackiert von einem Frechdachs. Und dann eventuell ein bisschen Halo. Freut mich sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Auf jeden Fall ein bisschen Halo. Wir haben hier viele Freunde, wir sind nett im Chat und ich baller hier mal eben einen Piraten um. Ey, ich bin total happy, das läuft alles so gut, ey. Das läuft so gut. So. Die Leute sind da, sie haben Spaß. Wir spielen gleich Halo, besser kann der Tag eigentlich nicht mehr werden. Ja, ich meine, wir haben heute schon in die Tonne 2 Folgen gemacht. Ja. Muss man auch mal sagen. Das war auch schon was, wir haben schon richtig gearbeitet. Oder? Nicht nur hier so Hobbyarbeiten. Okay. Verkaufen. Overheat. Ich brauche neue Bewaffnung. So, jetzt muss ich erstmal durchs Asteroidenfeld mich ballern hier zu dir. Also ich weiß echt viel mittlerweile von dem ganzen Krimskrams hier. Weil ich einiges gelernt habe. Alter, ist das geil. So, mein Lieber. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich dir so gut wie es eben geht gerne helfen. Ja, ja. Ich komme jetzt erstmal zu dir. Du bist schon wieder so schnell und wegge. Oh, ja, weil ich will einfach nur schnell diese Mission fertig machen, damit ich habe. Und was ist das? Ist das eine Mission aus dieser nur zeitlich begrenzten Mission? Ja. Ey, wir müssen die Dinger machen, Nils. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Ja. Okay. Und bis Freitag ist Zeit, also wir müssen es wirklich machen. Ah ja, na gut. Ich bin natürlich jetzt gar nicht. Habe hier leider keine
Missionsziele. Aber, ja, du hast noch keine gemacht, aber man kann die kann auch, mal gucken, ja. Sag ich mal, nicht chronologisch machen. Was habe ich denn hier überhaupt? Gar nicht chronologisch sein. Da. Was habe ich denn? Okay. The Best ist Awakens. Ist das auf der Space Station? Crap Dealers and Guild Envoys. Oh, okay. Mm. Das ist doch ein Guild Envoy, oder? Ja. Wo ist mein Sugar Daddy? Entschuldigung, jetzt bin ich aber wirklich, glaube ich, fertig. Hat er das jetzt gemacht? Mhm. Habe ich noch eins? Ah, geil, ich habe mehrere. Was hast du denn... wie viele Missionen hast du denn gemacht schon? Ne, ich habe versucht durchzukommen. Ich bin jetzt bei... Warte mal, lass mich kurz gucken. Auf Expedition bin ich bei Phase 3 und da die unteren zwei. Oh, den habe ich sogar schon. Also mir fehlt noch einer bei Phase 3. Aber du schaffst das auch. Also die Frage ist, ob wir jetzt erstmal Phase 4 oder so anspielen wollen. Oder zumindest... du könntest zum Beispiel Phase 3 schon einige Sachen machen. Warte mal. Also zum Beispiel das Geld könntest du dir wahrscheinlich relativ schnell holen, was wir brauchen. Ja, also es gibt ein paar Sachen. Wir werden nicht alles schaffen heute, aber vielleicht. High Power Zone. Ich guck gerade mal, was, ob der vielleicht irgendwas. Okay. Ich habe hier diverse Belohnungen erhalten. Warte mal. Phase 2. Okay, warte, das ist ja komisch. Warte, was ist denn hier los? Earn 4000 Nanites. Okay, das ist ja komisch. Ich habe mir nur noch eine... Ah ne, warte, in Phase 3? Okay, das ist ja ulkig. Ich check's auch nicht so hundertprozentig. Ich habe irgendwelche Sachen gerade abgeschlossen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie abgeschlossen habe. Vielleicht habe ich die für uns beide gemacht. Das habe ich nämlich auch gerade. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Aber es wäre cool, muss ich ehrlich sagen. Es wäre schon ganz geil. Das hätte was, oder? Da wäre ich sehr zufrieden mit. Okay. Okay, das kann ich verkaufen. Aber ich hab's noch nicht. Ich muss mich hier mal eben mal kurz mal reinwieseln. Ja, ja, mach du mal. Es ist Phase One. Ein bisschen unübersichtlich. Phase 2 Rendezvous. Ich muss das machen. Reach the second Rendezvous Point. Das muss ich jetzt mal machen. Ja, flieg da doch schon mal hin. Ich kann ja gleich kommen. Ich muss hier halt immer noch sehen. Okay. Na gut. Warte, was haben wir jetzt hier? Enter Freelook. Wo bist du? Ich bin hier gerade noch beim Verkaufsautomaten und verkaufe den ganzen Krimskrams. Damit ich wieder Platz habe für neuen geilen Shit. Ich glaube, das ist es hier. Lush. Auch Hyperdrive ist New Fuel. Fuel. Aber das müsste es ja eigentlich sein dann hier. So, ich suche gerade nochmal. Genau, der Refiner braucht neuen Sprit. Oh nein, Carbon. Mann, immer Carbon. Ich verkaufe Carbon und danach fällt mir ein, Mann, ich brauch's doch. Ja. Das kenne ich. Wer kennt es nicht? Ich muss auch, glaube ich, hier mal ein bisschen... Carbon verkauft, ne? Huch, Milestone complete. Hast du gerade irgendwas gemacht? Okay. Nicht so richtig, nee. Ach, jemand hat dir einfach Cursed Dust gegeben. Ja, und dann... kannst du in deinen persönlichen Refiner geben. Ja. Und dann kriegst du Nanite Clusters und die sind Geld. Die sind richtiges Geld. Ich glaube, ich muss 4000 Naniten bekommen, wa? So, okay, jetzt muss ich erstmal Hyperdrive. Braucht natürlich Warp Cells, habe ich Hype. Was brauche ich hier? Warp. Und. Warte mal. Hab ich doch. Soll Nils sagen, dass ich in seinem Stream extrem leise bin? Du bist in meinem Stream extrem leise. Ja, pass auf, ich versuche nochmal eben. Ich ziehe dich nochmal ein bisschen lauter eben. Boah, hab ich viel Kram. Ich muss irgendwas damit machen. Ich weiß einfach nicht, wohin damit. Das wird schon. Ich habe viel zu viel Kram, wo ich nicht genau weiß, ist es wirklich wichtig? Brauche ich's? Lieber Chat, ihr könnt gerne mal sagen, was ich hier von... Das hier zum Beispiel, ne? Das kann ich doch verballern. So. Projectile Ammunition, da brauche ich nicht so viel. Okay. So. Immer mit der Ruhe. Jetzt machen wir das mal so. Kann ich gar nicht verkaufen. Und zwar... Schwierig. Hier habe ich doch noch Carbon. So, du kannst mal ein bisschen was machen hier.
Also wenn ihr uns gerade dabei zuguckt, wir organisieren gerade unseren Kram. Das sieht für euch, wenn ihr euch nicht auskennt in dem Spiel, vielleicht ein bisschen chaotisch aus. Im Gegensatz zu uns, die wir uns halt relativ gut auskennen, muss man genau dazu wissen, sagen. Also was hier? Genau. Oh. So, wo ist denn mein Carbon? Hat es doch eben noch. So. Ach, Kupfer. Kupfer brauche ich, ne? Nicht fest. Okay. Zu viele Module. Da ist es doch. Warum kann ich das nicht einfach benutzen? Ich soll irgendeinen Staub verkaufen. Ja. Cursed Dust. Verkauf den. Ja, Dust, genau, kannst du verkaufen. Tainted Metal kannst du verwandeln. Mhm. Alter Schwede, der ist ja richtig. Ja, richtig Geld wert, ne? Wow. Kann man mit dem. Cursed Dust ist rein zum, nur zum Verkaufen da, oder was? Weiß ich nicht, aber ja. Also, es ist primär, glaube ich, zum Verkaufen. Alle Leute sagen, man soll es verkaufen. Okay. Vielleicht mal ein neues Schiff kaufen. Hätte ich Bock, Leute, aber ich habe offen gesagt, ich mache das jetzt erstmal weiter, weil ich habe Angst, dass ich dann irgendwie ewig lang brauche, um das Schiff einzurichten. Aber ich werde mir noch ein neues kaufen. Aber erst dann, wenn ich diese ganzen, wenn ich den Wurm habe. Dann gucke ich mit dem Wurm zusammen, was wir uns kaufen. Boah, jetzt werde ich schon angegriffen. Wer greift mich denn an? Tech Ship. Da. Ah, da. Du bist also jetzt auf dem Weg, ne? Weil ich glaube, dass die Leute gerade hier hinterherkommen, um dir zu helfen. Ich glaube, der General und Blackstar sind auf dem Weg zu dir. Ja, ich werde hier, aber ich hau die Sau weg hier. Der hat nichts mehr. Alter, wie kann man denn so? So, jetzt endlich. Tschüssikowski. Kommt noch einer. Attack Ships defeated. Oh, okay. Lieber Chat, ihr müsst mir mal helfen. Das hier sind die Module, die ich habe. Woran erkenne ich denn, welche davon ich wegwerfen, verkaufen kann? Achso, warte mal. Das ist ein Kollege. Blackstars. Wieso ist der denn rot? Entschuldigung, Blackstar. Entschuldigung. Ich nehme diesen Angriff zurück. Hast du gerade auf meine Freunde in meinem Team geschossen? Du, im Gegensatz zu dir musste ich bisher alles alleine erledigen in diesem Spiel. Ich bin es nicht gewohnt, Freunde zu haben. Ich musste mir alles hart und selbst erarbeiten. Ich könnte natürlich die Suspicious-Dinger könnte ich verkaufen, ne? So, jetzt muss ich mal eben gucken. Komm, ich verkaufe alle Suspicious-Sachen. Komm ich denn jetzt dahin? Nur die Offiziellen bleiben hier. Auch wenn die Suspicious oft gut sind, ist das wenigstens so eine Art. Ja. Oder nur die S-Dinger? Ja, komm, ich verkaufe alles außer S. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Nein, nein, nein. Ja. Ey, Simon, die Leute kennen das. Die kennen das mittlerweile. Wie das ist bei dir. Die nehmen dir das nicht mehr übel. Ich fliege jetzt zu irgendeinem System, wo ich irgendeine Quest machen kann. Ja, ich brauche bessere Waffen. Da habt ihr völlig wirklich, recht. Achte wirklich auf die. Es behalten und installieren, sagt ihr. Sehr gut. Behalte echt die ganzen Dinger im Auge, diese kleinen Aufgaben. Das ist schon mit das Wichtigste. So, okay, jetzt machen wir bei mir. Was ist das? Kurz das Installieren der ganzen Sachen. What? Okay, das kann dauern. Nee, komm. Also. Das Hazard ist Protection. Submarine Drive. Das sind alles Sachen für mich, ne? Für meinen Charakter. Okay, komm. Ist das überhaupt richtig? So, das ist alles C. Warte mal. Oh Mann, es ist so schwierig. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht, was ich hier machen soll. Was soll ich mir verkaufen? Ich verkaufe jetzt erstmal alles, was schlechter ist als S. Das kann aber eigentlich nur ein Fehler sein. Ich check's noch nicht ganz. Sich dahin? Nee, das ist doch nicht meine Location. Wo ist denn die Location? Oh, Jetpack. Mm. Movement. Naja, eigentlich will ich das behalten. So, und die anderen nehme ich mal mit rüber. Das Ding. Vielleicht ist es ja auch was fürs Raumschiff. Ah, okay. Seht ihr, der Humboldt Drive ist für das Starship, scheinbar. Ich muss mir. Oh, jetzt werde ich hier schon angegriffen. Nee, auch nicht. Okay, wer will Ärger? Da. Aber es ist doch.
komplizierter, als ich gedacht habe, die ganzen Sachen immer auszutauschen. Ja. Wo ist denn hier der Feind? Ich sehe kein Feind. Hier, wo sind die guten Sachen? Da, das Ding. Protection Module. Dich will ich da haben. Okay, ich muss mir das offensichtlich mal näher angucken. Ah, ne, ne. Exosuit Aeration Membrane. Ach, ich muss sie erst installieren. Jetzt verstehe ich. Okay. Alles erst einmal installieren. Land on the director. Ist das der hier? Oh Mann, hier seht ihr es auch schon, wie das alles besser passt, ne? Land on the Derelict Freighter. Ja, welches ist das denn? Oh, erstmal alles wieder hier. Was ist das hier? Brauchen wir nicht. Oxygen ist sicherlich nicht unwichtig. Aber diese S-Dinger, ach ja, sind schon am wichtigsten, finde ich. Hm, da. Ah, da seht ihr, sind jetzt auch miteinander verbunden wieder hier. Sieht man an den grauen Dingern. Da muss ja, ich landen. Genau. Da kann man das hier, kann man da noch dazu machen. Alter, das stößt mich ab. Und den. Geil. So. Da weiß ich nicht genau. Moderate Upgrade Defense System, Core Health, Strength Health. Okay, warten wir erstmal ab. Okay. Au, au. Ach, das ist, wahrscheinlich für was anderes, ne? Keine Ahnung. Humboldt Drive, okay, da ist es für das Raumschiff. Okay. Oh. Weißt du, was der Humboldt Drive ist? Ich weiß, was ein Humboldt Pinguin ist. Das weiß ich wiederum nicht. Ernsthaft? Was ist ein Humboldt Pinguin? Heißt der so oder ist das, wurde der entdeckt von Humboldt? Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, so einfach, wie du es gerade vermutet hast. So, einer muss mir mal erklären, warum ich hier diesen Supercharged Exhaust Vent nicht installieren kann. Wahrscheinlich habe ich das falsche Raumschiff dafür, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube, dass ich den Humboldt Drive einfach nicht habe. Da passt es nicht hin. Warning. Multitool auch nicht. Nee, es ist schon... Okay, gut. Ach, hier ist ja alles kaputt auf diesem Freighter. Warum habe ich davon auch zwei, ne? Sollte ich davon... sag mal, Leute, soll ich das Humboldt verkaufen? So. Ich glaube, ich kann jetzt anfangen, Sachen zu verkaufen. Von den Sachen, die ich jetzt hier rübergetragen habe. Habe ich da irgendwas vergessen? So, was ist denn noch hier? Drei Plätze sind noch da. Okay, komm. Au. Schild, Life Support. Au, Perfekt. Au, au. Ja, komm. Sieh mal, ich bin auf einer komischen Kampfmission. Ich höre dich, ich höre dir zu. Ich bin auf einer Kampfmission. Living Slime. Ich denke, ich sollte dann nicht in dieses Ding rein. Hast du auch so eine Kampfmission auf so einem Freighter gemacht? Ja klar, die habe ich eben gerade gemacht, als du kamst. Aber wahrscheinlich nicht alleine, wa? Ey, ich war nicht alleine, aber ich war sehr gut. Okay, so. Weil ihr gerade, jetzt guck ich mal hier, Humboldt entweder lagern, ach, für das U-Boot, jetzt verstehe ich. Oder verkaufen. Kannst du verkaufen, ist alles fürs U-Boot. Okay, vielen Dank, Humboldt ist also ein U-Boot. Ist eine U-Boot-Marke? Weiß ich nicht. Ab ins Meer, dann nur mit Humboldt. Oder so, würde ich mir das vorstellen. Wenn ihr ins Wasser wollt, denkt an Humboldt. Oder so. Okay, jetzt wird verkauft. Oh oh. Für den falschen. Life Support, welcher ist es denn? Der hier, Hazardous Protection. Oh. Oh! Was schieße ich? Was habe ich denn hier? Oh, das ist ja unglaublich. Was? Warte mal. Combat Scope. Ist denn eigentlich hier der was ist das hier? Was habe ich hier? Das ist doch, kann doch nicht richtig sein. Au.
Immer schön am Geld generieren. Ja, ich hoffe, Leute, ihr habt Spaß dabei. Das ist das Spiel, sehr viel Items hin und her. Simon, ja, ist, ich bin wie bei Event Horizon gerade oder wie bei Alien, ey. Wird hier zugeschissen mit irgendwelchen geilen Shit. Vielen Dank, liebe User. Okay, du bist das nicht, ne? Oder doch? Das ist ja fürchterlich. Nein! Nee. Ey, hast du auch so eine mega gefährliche Event Horizon Mission gemacht? Mit so einem Schiff und den Monstern, die da drauf sind. Ja, so Schleimbolzen. Und wo es auch mega kalt war und so. Ja, exakt die. Das ist wahrscheinlich gerade die Mission, die ich eben hinter mir habe. Ich suche gerade... Das ist ja unglaublich. Das, was ich hier gerade eben noch hatte. Ultra gefährlich. Ja. Au. Ey, ich hab richtig Angst. Ich bin allein. Und werde von so einem ekelhaften Robo-Gnubbel. Ein Robo-Gnubbel. Robo-Gnubbel. Ah, what a charge, die Pläne dein! Warum? Da! Ah, wo ist meine Waffe? Welche dieser ist es? Na, ah, Simon! Nein! Ich kann dir nicht helfen, Nils. Ich sehe dich nicht mal. Oh. Okay, nur für euch. Ich will jetzt eigentlich, wollte ich hier... Ich will mal gucken, ob ich das Ding vielleicht wegmachen kann. Oh, das ist ja einfach nur fürchterlich. Aber jetzt habe ich keinen Platz mehr zum Austauschen. Das ist ja dumm. Ich wollte das hier hin, damit die sich wieder kombinieren, aber irgendwie kann ich es nicht. Ich hole mir jetzt erstmal meinen Shit zurück. Naja, so ist es jetzt halt. Okay, einmal noch was verkaufen. Oh. Oh no. Kann man sich seinen Shit eigentlich wiederholen? Ja, oder? Ja, da findest du dann eine Marke. Da ist dein ganzer Kram drin. Wo ist sie? Oh, jemand. Ist sie da, wo man gestorben ist? Da, wo du gestorben bist, genau. Jemand sagt mir gerade, ich kann das hier auch in General installieren. Das ist ja interessant. Da. Das werde ich dann. Bist du das? Mal ausprobieren. Ja, Grave. Ich habe jetzt meinen ganzen Shit wieder, oder? Frage ist aber jetzt an euch, warum kann ich das denn nicht verkaufen, diese ganzen Sachen? Ich will die einfach nur loswerden. Ist nur noch was hier. Was habe ich hier, ey? Komm mit Scope. Das ist doch... Nee. Warte. Das machen wir jetzt mal anders. Da habe ich ja gar keine Chance. Da kaufe ich mir das goldene Schild. Jetzt müssen wir erstmal hier... Au. Jetzt machen wir erstmal au. Jemand sagt, ich brauche keine drei Hitzedinger. Oh, das ist ja fürchterlich. Okay, dann brauche ich die Wunde. Schnell in den Fichtenelch. Mein Raumschiff heißt übrigens Fichtenelch. Ich konnte meine Waffe gerade nicht wechseln, lieber Chat. Ich habe es probiert. Okay. Jetzt muss ich erstmal hier mich ganz kurz wieder orientieren. Wo ist überhaupt meine Waffe? Welche von denen? Ich bin so vollgekackt. Mir haben die Leute so viel Kram geschickt, Chlorin geschenkt, dass ich gar keinen Platz mehr habe. Das ist zwar nett, aber hat mich jetzt auch ein bisschen behindert, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich das ja alles wieder verkaufen. Okay, ich höre jetzt hier an der Stelle gleich auf mit dem Handeln und werde dann wieder rausfliegen. So. Ich dachte eigentlich, dass der General und Blackstar dir helfen bei der Frachtermission. Wo sind sie? Wo sind sie, wenn man sie braucht? Ja, wo ist der General? Verpasst. Das muss ich erstmal ganz in Ruhe checken, wo meine Waffen hier sind. Wieso habe ich eigentlich drei Portable Refiner? Achso, damit ich da mehr gleichzeitig oder was? Muss ich erstmal installieren, wa? Great Commodity, okay, sehr. Personal Refiner. Also, was schreibt der Chat? Multitool. Ihr habt völlig recht, bei Multi... Sorry, ich musste erstmal wieder das alles checken, Leute. Ihr habt völlig recht, natürlich bei Multitool. Ich hab alles verkauft. Was Muli. Warum kann ich Chlorin nicht verkaufen?
Nur der ist doch jetzt schon hier voll, oder was? Oh, okay. Eieiei, das war ja richtig gefährlich. Ja. Nils, deine Lobby einfach ist voll. Wie viel 50 Millionen habe ich jetzt? Das ist ja furchtbar. Ich habe viel zu viel Geld. Puh. Und schon, wenn man so viel Geld hat, plötzlich hat alles keinen Wert mehr. 50 Millionen? Ja, ich raff's auch nicht mehr. Ich bedanke mich natürlich, aber ich kriege die ganze Zeit Sachen geschenkt, die einfach mega viel Geld wert sind. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Außer verkaufen. So. Okay. Junk kann man verkaufen. Hier, leider ist... Ah, meine Lobby ist voll, schreibt der General, a.k.a. Christian. Hallo, lieber Christian, a.k.a. General, meine Lobby ist voll. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid auch da. Ich habe hier den General und ich habe Bimon. Wie kann es sein, dass meine Lobby voll ist? Ich habe keine Ahnung. Weg damit. Ich habe keine Ahnung. Komm, weg damit. Knickel, knackel. Ey... Ich hab so viel. Ich auch nicht, sagt er. Es ist komisch, ihr seid bei mir. Könnt ihr nicht einfach dahin fliegen, wo ich bin? Ich kann doch nicht alleine in diese Todesfalle ohne Gravitation, ohne Sauerstoff, kalt, abweisend. Könnt ihr nicht mal zu mir kommen? Weg damit. Ihr seht doch meinen Punkt. Ihr müsst einfach nur herkommen. Es ist voll gruselig da, oder Leute? Ihr seid ehrlich, ich hab vom Zuschauen auch ein bisschen Angst bekommen. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr nicht auch Angst bekommen habt vom Zuschauen? Warum brauche ich davon so viele? Jedes System hat ein Limit von 16 Spielern. Guten Abend, Dilly. Schön, dass du hier da bist. Okay, das heißt, in dem System, in dem ich jetzt bin, da sind schon 16 menschliche Spieler und deswegen können die nicht kommen. Okay, Platz. Vielleicht sollte ich mal wieder aufsteigen. Ich steig mal aus. Alleine gehe ich da nicht nochmal rein. Ganz kurze Frage an die Leute im Chat, die sich auskennen. Diese Dinger hier. Ich kann die irgendwie nicht mehr verkaufen. Ich weiß nicht genau, warum. Soll ich die einfach kaputt machen? Was genau ist denn da passiert, dass ich die nicht mehr verkaufen kann? Frage ich mich. Weil ich habe da schon einige von. Hostiles. Ich flieg mal zur Base. Safe Beacon. So, haben wir denn hier mal eine Base? Da oben, ne? So, wo ist die Base? Ich hab die bereits installiert. Ach, deswegen kann ich die nur noch... Ich verstehe, dann kann ich die nicht mehr verkaufen. What the fuck? Was ist das denn? Danke, Leute. What the fuck, dude? Und mir direkt helfen könnt. Das ist wirklich Hammer. Finde ich nicht gut. Und ey, Simon! Ich werde hier einfach... Es ist ins System gedroppt. Sind einfach mal 20 Feinde. Okay, es waren 6 oder so. Hast du mit denen angelegt? Nein, die kamen aber ins fucking System gedroppt. But why? I don't know. Ich kann natürlich versuchen zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich kann, aber ich komme. Zähl lieber deine 50 Millionen. Nein, ich fahre jetzt zur Space Station. Ich habe alles verkauft. Du hast dein Geld verkauft? Okay, kein Problem, ich schlag mich durch. Super Ausweichmanöver. Durchs Asteroidenfeld können sie uns nicht folgen. Kapitän, sollten wir uns nicht in irgendeinem Asteroiden verstecken? Verstecken niemals. Mein Gott, ich höre die ganze Zeit, wie du Panik hast. Ich komme, ich bin nur noch wenige Lichtjahre entfernt. Kein Gut, alles gut, ich bin in der Space Station. Du, no hustle. Ach, du bist... Okay. Nur Schnuzzle. Ich werde... Ja, ich habe mich gerettet. Also ich habe vorher ein, zwei zerstört und dann habe ich mir gesagt, so jetzt reicht's mir, jetzt parke ich hier. Na gut, dann mach ich doch nicht. Wir haben überlebt und das ist manchmal das Wichtigste. Es gibt Tage, da ist der größte Erfolg der, dass man überlebt hat. So ist es halt als Space Cowboy. Man kann nicht immer die fette Kohle machen, manchmal muss man einfach sein Leben retten. So, jetzt verkaufe ich mal diesen Dust, ja? Ja, danach bist du reich. Und wir können ja dann mal die Expedition weitermachen und vielleicht kannst du ja dann einfach Phase 4 schon mal holen mit mir, weil da müssen wir zusammen zum Rendezvous 4. Ich glaube, ich muss erstmal die anderen Sachen machen, oder? Nee, angeblich kann man die auch, also vielleicht kann der Chat gleich nochmal sagen, aber angeblich kann man die eben auch anders machen, also außerhalb der Reihe. Mhm. Ach so, die Piraten kommen häufiger, weil ich sehr viel geilen Loot habe. Das ist natürlich völlig korrekt. So geht's mir immer, wenn ich irgendwo ernte, kommen die dann immer. So, wo habe ich hier dieses Cursed Dust? Sell everything. Sell. Guck mal, gibt's ja eigentlich. Die Preise sind überall gleich, hoffe ich doch, oder? Naja, nicht überall. Es gibt so verschiedene. Ihuhu.
Schau, seht ihr das? Seht ihr das da oben? Also die Reihenfolge laut Chat ist egal. Also du könntest seht ihr das zusammenkommen. Da oben? Und dann machen wir schnell noch eine Mission. Da. Du, ich kaufe mir, glaube ich, ein neues Raumschiff aus purem Gold. Das wäre ja nicht das erste Mal. Hast du nicht jetzt auch schon ein fettes Raumschiff, dachte ich irgendwie so? Ich habe mal ein ganz okayes Raumschiff, ja. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es ist das Allerbeste, was es auf der gesamten Welt gibt, aber es ist schon... Ah, das ist ja der General! Hi, General! Du, ey, General, bevor wir gleich diese tödliche Mission zusammen machen, wollen wir uns nochmal geilere Waffen für mich kaufen? Wo gibt's die denn? Gibt's hier irgendwo einen Waffendealer? Ich brauche dringend neue Waffen. Oben? Was? Ach, hi, hi! Hier? Nee. Hier? Hi, hi, guten Tag. Oh, was ist das denn? Weapon Terminal. Touch of Abyss. Oh, geil. Okay, Mining Beam. Scanner, was hat er denn? Compare, Decline, Refuse. Ich meine so Waffen, ja, Waffen jeglicher Art. Auch ich meine auch Schiffsbewaffnung natürlich. Was habe ich denn hier? Blaze Javelin. Teilweise weiß ich gar nicht, ob das wirklich Piraten sind, auf die ich hier ballere. Wieso? Aber ich meine, keiner belangt mich dafür, also scheint es wohl richtig zu sein. Was ist das hier? Boldcaster? Was kann der? I don't know. Euch nicht. Weißt du, ich bin gerade auf eine Art und Weise reich geworden, die mich hat glauben lassen, dass ich im Leben einfach nie wieder irgendwas hier machen muss bei No Man's Sky. Schreiben meine Leute im Chat, ach, das sind Peanuts, was du da hast. Nils, das sind Peanuts. Die sind nicht der Rede wert. Kannst eigentlich aufhören, dich gut zu fühlen. Das ist eigentlich lächerlich wenig, was du hast. Die wollen dir es nur wegnehmen. Die wollen deinen Spaß schmälern. Das du bist reich, Nils, und du hast geholfen. Es dir auch verdient. Hier vielleicht? Ja, das stimmt. Gibt es hier neue Waffen oder was? Alter, hier kommen aber auch echt einige Piraten, ne? Die wollen schon wissen, was hier der Frachter drin hat. Ich suche Versel. Purchase Upgrade Modules. Habe ich mir nicht irgendwas? Ja, warum, was gibt's denn hier zum Beispiel? Photon Cannon. Das ist doch voll wenig. Ich will nur richtig geile Sachen. Hyperdrive Module. Infra Knife Module. Was ist das denn? Oh, hier gibt's eins. Extreme Powerful Upgrade for the Infra Knife Accelerator. Was ist das? Hier ist nicht mehr lange, dann spielen wir Halo. Ja. Just saying. Ich habe... Der Bock ist real. Okay, ich soll irgendwas kaufen. Ich habe irgendwas Geiles gekauft, Simon. Glaube ich. Ich glaube, ich habe was Geiles gemacht. Kennst du das Gefühl? Nee, das wär das erste Mal. Starship. No, hier sind noch Slots. Oh, das ist echt geil. Decreased ist nicht gut, ne? Decreased heißt, ich habe jemanden erschossen, der das nicht wollte. Oh, scheiße, sorry. Das ist nicht gut. Mein Standing ist decreased, weil ich einfach auf alles ballere. Ja, aber wie soll man das denn hier erkennen? Es ist nicht so einfach, Leute. Alles sind Raumschiffe. Alle sehen gleich aus, fliegen nach vorne, hinten kommt das Gas raus. Im Exo-Anzug? Na, endlich. Okay. Grüner Antrieb gleich Freunde. Ja, tut mir leid, da habe ich halt den einen oder anderen Friendly Fire Beschuss. Achso, die Blueprints habe ich schon. Nicht so schlimm. Ich soll mit irgendeinem Kapitän reden. Dem hier. Communications. Wo habe ich denn die Blueprints? Für bessere Waffen. Geil. Da, was ist das? Nee. Wo finde ich hier nochmal? Wo finde ich nochmal die Blueprints, die ich noch nicht installiert habe? Das Infrateil. Habe ich schon alles richtig gemacht? Wow. Die Blueprints hast du schon. Die gehörte ins Raumschiff, hast alles richtig gemacht. Nice. Habe ich noch irgendwelche Blueprints, die ich noch installieren muss? Jetzt im All testen direkt, ne? Mhm. Auf ein freies Feld und E drücken. Achso, nee, warte. Im Starship wahrscheinlich. Jetzt bin ich bei diesem Frachter, den ich gerade gerettet habe, rein. Ist das gut so? Soll ich das? Land auf dem Frachter und hol dir deine Flotte. Das ist ja geil. Krieg ich jetzt einen Frachter? Rocket. Da lacht er, der Simon, über den Frachter. Rocket Launcher. Und dann sagt er, gleich spielen wir Halo. Fucking Rocket Launcher. Ah, yay. Do it.
Schwups, ich habe einen Rocket Launcher. Geil, bald habe ich genug Platz für alles. Alter, das ist ja der absolute Oberhammer. Emerald Drive? Geben Sie mir meine Belohnung, Sir. Ah, ich habe kein Cadmium. Kann ich noch nicht bauen. Da freut er sich, der Admiral. Ich brauche Cadmium. Oh nein, wie kriege ich das Cadmium? Das ist ja der absolute Oma-Hammer. Alter, ich krieg wirklich einen Frachter, ne? Ich habe einen riesigen Frachter echt bekommen mit geil extra Krimskrams. Den werde ich natürlich nehmen. Das freut mich für dich. Was mache ich denn jetzt damit? Fliegt der jetzt immer mit? Muss ich den selbst fliegen? Was genau? Oh, wow, wow, wow. Das weiß, glaube ich, am Ende des Tages ehrlich gesagt niemand so genau. Ah, man kann Expeditionen von der Brücke aus kommandieren, was auch immer das bedeutet. Gold. Microprocessor. In Indium Drive. Emerald. So, ich werde ab jetzt, lieber Chat, ich verspreche hiermit feierlich, nie wieder einen Zivilisten oder einen freundlich gesinnten Kämpfer abzuschießen. Wow. Die rote Farbe werde ich mir merken. Okay. Emerald Drive. Upgrades the Hyperdrive Shield. Integrity. Preventing... Oh, das ist ja... Ich fühle mich so richtig gut. Okay, lieber General, wollen wir mal diese Mission jetzt zusammen machen? Bist du bei mir oder was? Oh, Blackstar ist auch da. Okay, Blackie. Oh, ich habe was gekriegt. Ich kann geilen Scheiß installieren. Glaube ich. Cadmium. Oh, cannot build. Oh, ich habe 3 von 4 Wiring Looms. Ich kann doch aber irgendwie Wiring Looms hier noch. Das ging doch irgendwie. Wie ging das denn nochmal? Die kannst du auch bauen. Ja, ne? Auch kaufen. Wiring Looms. Ja, aber die sind teuer, ne? Wenn du die kaufst, sind die, glaube ich, ziemlich teuer. Okay, so. Weiß ich nicht mehr. Wo sind die? Kurz mal gucken. Genau, da wollte ich hin. Was sind denn diese Wiring Looms? Sind die überhaupt hier? Bin ich überhaupt richtig? Kriege ich die dann nochmal? Wo ist er denn jetzt? Starship. Oh, geil, ich hab. Ja, das ist ja der Oberhammer. Mann, es läuft. Ey, wir kriegen den Wurm noch. Wenn wir uns diese Woche einfach ranhalten, holen wir uns den verdammten Wurm und dann können wir uns für die nächste Expedition, die dann irgendwann kommt, auch wieder ein bisschen mehr Zeit lassen, weil die hat dann ja auch wieder so einen 4-Wochen-Rhythmus. Ja. Aber ich will diesen Wurm. Jetzt bin ich fast dran. Hm. Jetzt will ich es auch wissen. Also, ein bisschen Components. Ist nicht so schlimm, glaube ich. Ey, ist Salvage Data eigentlich nur zum Verkauf da? Weißt du das? Das ist eine gute Frage, ne? Salvage Data, du meinst die... Schiffsmanifest oder was? Weil die kannst du verkaufen. Oder beziehungsweise die kannst du anderen dann geben. Auf dem... auf der Space Station. Okay. Geil. Also die, diese... Logbücher des Captains oder der Mannschaft, die kannst du quasi da abgeben. Mhm. Mann, ist es ein weiter Weg zum nächsten Ziel. Wir können es schaffen. Ich bin erstmal noch komplett geflasht, was es hier alles jemand gibt. Sagt im Chat, mit Salvaged Data schaltet man neue Bauteile für Basen frei. Living Pearl. Das sind dann quasi wahrscheinlich wie so Blaupausen. Wow. Behalten ist wichtig. Okay, ich behalte das. So, jetzt habe ich geilen Scheiß hier eingebaut. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen mal los und machen mal richtig Action, bevor hier ich das nicht mehr kann. Einmal noch auf den Freighter rauf. Kommt ihr mit? Meine lieben Freunde, der Fichtenelch fliegt. Komm, wir nehmen den Fichtenelch. Komm, Blackstar. Mein guter Freund. Komm, wir gehen zu diesem Freighter. So, wo war der jetzt? Hey, ich kann mir jetzt wohl den Frachter langsam rufen über das Quick Menu. Das ist geil, gut zu wissen. Das probiere ich gleich mal. Summon Freighter, Alter, wie geil. Und dann ist da mein Riesenfrachter. Und er sieht sogar ganz cool aus. Echt? Boah. Ich gratuliere dir. Ja, ja, das mache ich auch gleich. Ich erstmal hier baller ich mal ein bisschen rum. Oh. Der sieht gut aus, der gefällt mir. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn die Raketen zünden eigentlich?
Nein, Moment, ich will da gar nicht rein. Oh, jetzt bin ich in meinem Frachter. Oh Mann. Ey, das ist echt gefährlich, das Blackstar wird mir immer rot angezeigt und Feinde auch. Hätten die nicht noch für den vierten in der Squad eine andere Farbe finden können, außer rot? Muss das unbedingt rot sein? Ich meine, das Farbspektrum umfasst doch mehr als das. Okay, jetzt, Blacky, jetzt geht's los. Ist der General auch dabei? Yeah. Nice. Okay, Freunde, ich kann euch eins sagen. Da drin ist es richtig ungemütlich. Also packt eure Waffen aus. Und dann mir nach. Ich bin der Anführer, ihr seid meine prätorianische Garde. Danke, Ed Cordin, für dein Abo. Ja, ich würde sagen, Nils, also ich bin jetzt mehr oder weniger auf dem Weg jetzt langsam zu Halo, ne? Ja, ich muss die Mission machen. Ja, ich bin noch auf jeden Fall noch dabei. Ich muss jetzt schon mitspielen. Ja, ich wäre schon. Ich muss jetzt aber bitte das erstmal hier machen jetzt. Weil nein, ich wollte dich nicht hetzen. Ich würde nur wissen, wie es aussieht. Richtig, ich mache noch schnell eine halbe Mission hier und dann wird aber wirklich Halo gespielt bei mir. Au, okay. Was ist jetzt hier wieder? Tainted Metal. Tainted Metal. Oh, Matteo hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Immer diese Sprachnachrichten, ne? Ja, ja. Immer Leute, die einem einfach ungefragt. Meine prätorianische Garde, die schießt hier, das ist gut. Ich kümmere. Ah, es ist eine Absage. Ich weiß, wie sich das anfühlt, Simon, wenn Matteo einem eine Absage erteilt. Nee, ab 22:23. Ja, das ist eine Absage. Leute, naja, dann spiele ich halt alleine mit Nils, meinem besten Freund. Das ist auch okay. So, ich werde in der Zwischenzeit das hier nochmal aufladen. So, ihr müsst alles wegballern, ne? Ich loote, ihr blutet. Das macht ihr gut. Gut, Leute, ihr seid gute Kameraden. Ja, die Leute sind echt gut, die beiden. Ja, die sind mega gut. Der General und der Blackstar, die sind echt, ohne die hätte ich längst nichts geschafft. Ja, so weit würde ich bei mir nicht gehen. Ich habe mir mein Raumschiff schon selbst verdient, so. Niemals. Aber ich finde die auch gut. Au, ey! Ey, Hilfe! Au. Ich hau mal ab. Wir wollen mal jetzt nicht übertreiben. Ihr macht das schon. Habt ihr alles geklärt? Okay. Ja, das ist gut. Macht den auch mal weg. Ich frag mal, was hier auf dem Tablett steht. Ah, Decrypted. Man muss es eigentlich mal kurz loben, oder? Wie geil eigentlich dieses Spiel ist. Du kannst von Planet zu Planet, von Universum zu Universum, du kannst hier irgendwie geil mit deinem Raumschiff landen. Es ist einfach mega spacig. Ich mag das auch sehr. Schade, dass dir meine Welt nicht gefallen hat. Nein, sie war nur ziemlich am Anfang. Ich will so keine Amateur-Anfänger-Welt. Ich will, wenn, dann wirklich im Chor will ich leben. Ich bin hier, ich muss hier permanent das hier auffüllen. Eines Tages werde ich nichts mehr haben zum Auffüllen. Ja, habt ihr hier alles platt gemacht? Das ist wichtig. Okay, dann gehen wir hier weiter, oder? Ja, nach euch, oder? Wollt ihr vorgehen? Wir wollen jetzt ja auch mal nicht zu gierig sein. Oder gibt's hier noch irgendwas, was ich... Nö. Oh, was ist hier? Ah, warte. Ah. Ah, ein Laderaum. Hier wollt ihr bestimmt hin. Hier sind die guten Geheimnisse. Tainted Metal. Was noch? Oh, yes! Stabilizer. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas... Wollte ich das? Die Pressuring Capsule. Ja, also... Ich mach das mal lieber alles kaputt. Ich glaube, das war richtig so. Stark. Ihr seid eine gute Crew. Ihr seid eine gute Garde. Ganz ehrlich, ohne euch hätte ich das, glaube ich, in der Form nicht ganz so gut hingekriegt. Ich will nicht sagen, dass ich es gar nicht hinbekommen hätte. Aber vermutlich, wer ist er denn? Ah, da ist er wieder. Blackie ist rot. Muss ich hier noch irgendwas mitnehmen? Was ist das hier? Oh, schon wieder Falling. Okay, das muss ich... 900 in die Richtung.
Was ist denn hier los? Das dauert immer. Diese Entfernungen, da komme ich überhaupt nicht klar mit. Alles encrypted. Oh, Access. Schreib mir, ich soll mal aufs Handy gucken. Was ist denn auf dem Handy? 9 days ago. Oh. Commanding Officer Commodore Sima, Duty Officers Junior Engineer Evie, AI Control Officer Evo, Chief Engineer Hefe, Crew Status Report. Alter, 72 Crew. Geil. Aha. Das ist ja interessant. Alle tot. Und? No detected. Ach Gott, wo sind die alle hin? Wo sind sie hin? Okay, sind alle abgehauen. Airlock Control 2 days ago. Krass. Rare Item, Official Record. A copy of the official crew manifest for the freighter MS Graceful Vanishi. Krass. Ist das? Au! Und jetzt? Ist das schon geöffnet? Oh, Naniten. Okay, und jetzt hier lang oder was? Ich folge dir. Ja, hier wird geballert. Oh, 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 oh. Eieieiei. Achtung, hier wird gekämpft. Bitte schalten Sie sich in den Kampf ein, Herr General. Der König zieht sich hier ein bisschen zurück. Ja, aber ich kämpfe auch tapfer mit. Wo? Was? Von allen Seiten? Hinter uns? Nein. Ich suche und suche und finde einfach nicht. Komm, gucken wir noch. Wo? Da oben. Au. Okay, wir wollen auch nicht direkt übertreiben. Au. Ei, au. Das ist ein richtig gefährlicher Kampf. Okay. Zum Glück haben wir das gemeinsam geschafft. Alter, was hat der denn für eine geile Waffe hier, dieser rare General? Oh, wer schießt? Oh. Lange. Nice. Au, ey! Ich hab ja gar keinen. Was ist da? Defensive Turret? Mann, ich brauche ein Auto. Irgendwann mal. Ja? Okay, ich gehe erstmal hier mit. Hier muss ich wieder irgendwas runterladen. Aber Simon, das ist ja eine richtige Horror-Mission hier. Ja, die ist heftig. Ich fand sie nicht schwer, aber ich fand sie nicht. Ja. Also wenn man sie alleine spielt, glaube ich, ist das schon auch schwierig, ehrlich gesagt. Ja, alleine sicherlich und auch bedrohlich, aber ich hatte ja Freunde. Ja, Freunde sind das Wichtigste im Leben. Das ist wie früher in der Schule Gruppenarbeit, was hier passiert. Die Leute sagen immer, ich soll mal Melee machen und dabei den Jetpack anmachen, damit würde man sich so katapultieren, aber ich weiß gar nicht, wie kann man denn hier überhaupt schlagen? Naja. Aber kann man sich mal merken. Das wollen die Leute schon lange sehen, dieses Katapultieren. Alter, wie geil diese Monster auch aussehen hier. Was ist das? Was bist du? Komm, du kriegst was. Ach, schade, keine Pellets. Oh Gott, ey, was eine Horror-Mission. Guck dir das an, ey. Der dicke Backenkäfer. Der dickbackige Boriskäfer. Okay. Jetzt danke, runter. Barnes, für die vielen Abos, die du gerade an meine unter die Armen verteilst in meinem Chat. Boah, hier wird schon wieder gekämpft. Ah, das ist nicht möglich. Ja, oh, oh, oh. Also ich mache ja gar keinen Schaden. Das ist ja einfach alleine überhaupt nicht schaffbar. Leute, hier ist noch ein Turret. Das hat's auf mich abgesehen. Ich wollte nochmal lasst euch nicht stören, macht eure Arbeit. Aber hier sind bereits zwei Turrets, die der Meinung sind, sie könnten sich hier mit mir anlegen. Ja, alles gut. Bist du tot? Der sieht schon tot aus. Okay. Noch irgendwelche Probleme hier? Ich habe eine aufgeladene Waffe im Anschlag. Zum Beispiel... Du! So, Leute, gleich, wir schaffen. Wir machen gleich Halo an. Ich muss kurz vorher noch einmal diese Mission noch machen. Secure Mainframe! Access denied?
Okay, was ist hier passiert? Unknown, deceased, and captain's head. Ship by Bioscan indicate severe incident status, override available. Indicate captain's fate to begin. Muss ich wohl deceased machen? Aber wenn er nicht, dass ich sonst keinen Zugang bekomme. Also, das ist schon ganz gut mit dem Rennen und dem Melee. Muss ich jetzt echt auch sagen. Kommt man schon ganz gut rum. Hi! Okay, warte jetzt. Extract Archive Override Implant. Bam. Captain's Eyes Only, okay. Schnell Exosuit. Oh! Archive Override Implant. Das ist ja cool. Warte mal, aber ich könnte auch noch was anderes machen. Milestone complete. They pushed too far. Acquire Archive Implants. Ja, du hast es geschafft. Gut. Stark. Sehr, sehr gut. Und die kannst du jetzt eben abgeben, wenn du unbedingt willst. Ja, ich will jetzt noch einmal kurz eben diesen Text da lesen. Read Captain's Log. Das hat mich schon noch interessiert. Dates them. We are told Gag lie. They scheme, they deceive with every breath. We are told this is another form of war. We shall see. Our guests are proving little trouble. Perhaps the officers are right. I might be more flexible. The Korvax came to my quarters this morning. They told me a strange story. They said they knew me in another life, that they saw my death. I laughed. Then the Korvax did not. Ui, ui, ui. Das ist voll spannend. The Gag, wie so eine Star Trek-Folge, nur eine dunkle, unheimliche. The Gag tried to make a deal again. Their freedom for a world, an entire planet. Grrr. As if planets are not cheap. I told them to try again. We are almost home. The Korvax took an escape pod while I was sleeping. No message was left. No warning. We have turned around. I will not abandon my friend. Okay. Okay, ich bin jetzt hier fertig und... Oh, shit. Ich bin von meinem Raumschiff zu weit weg und das mache ich immer. Ich vergesse die Launch Thrusters nachzufüllen und dann kann das Schiff nicht kommen. Ah, wie ärgerlich. Was ist das? Oh Mann. Na gut, komm, das machen wir noch schnell. Ah, lalala. Eieiei, okay, wo geht's weiter? Ich glaube, wir sind hier durch, oder? Ich glaube, ich kann jetzt hier sozusagen zurück zu meinem Schiff. Sobald du das hast, kannst du eigentlich den Meilenstein erreichen, kannst du raus. Huch, was hier? Ist denn irgendwas? Au. Alle kaputt schießen, ne? Da, die haben es alle verdient. Da, diese ganzen kleinen Kriecher, diese Würmer, die hier alles kaputt gemacht haben. So, wo geht's denn hier nach Hause? Hier lang? Hier geht's nach Hause? Ah, noch einer. Ah, stirb! Überall stehen diese Reagenzgläser rum. Ah. Also, wir werden beim nächsten Mal auch wieder ein bisschen mehr Koop spielen, Nils, oder? Weil wir jetzt gerade... Ja, das war ja gar nichts heute, ja. War ja gar nichts, aber das ist okay, weil wir müssen die Mission machen. Wir mussten uns aufteilen heute, ihr müsst es verstehen. Es geht um den Wurm. Sozusagen, wir sind die Wurst. Au. Geh du mal rein. Ah, oh, dieser Mut, den werde ich mir nicht merken. So. Okay, ich speichere nun und dann mache ich mein Halo an. Wie wollen wir uns dann gleich treffen? Du kannst ja später dann nachkommen, wenn du willst. Ja. Ja, wie ist das denn? Einfach eine Multiplayer-Lobby dann aufmachen oder was? Genau, aber haben wir uns denn... Ach nee, wir sind bei Steam, sind wir ja befreundet, ne? Das ist ja, müssen wir ja gar nichts machen. Ja, bei Steam sind wir noch befreundet. Geht's hier? Dann machen wir das. Okay, Leute, dann sage ich dem Nils jetzt erstmal, ich mach erstmal deinen Discord aus. Dann mute dich doch und mich auch. Also, du kannst ja mich stumm schalten und dich muten. Dann müssen wir uns, oder? Willst du einfach auflegen? Kannst du einfach auflegen. Wie du willst. Ich mach das hier noch zu Ende. Das bin ich der Crew schuldig. Oh nein. So ist sie an, so ist es viel besser. Oh, stirb! Okay. Ist das hier schon wieder? Engineer Control. Engineering Control Panel Access. Oh, danke für Windy, G, Vivi und Fleet 711 für eure vor einigen Minuten abgeschlossenen Subs. Das freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Ihr seid cool auf dem coolsten Kanal, den man sich überhaupt nur wünschen kann. So, was wollte ich jetzt? Alles will ich.
Okay. Alle Vorteile ziehe ich mir aus diesem... Was? Das war's? Oh. Schade. Na gut. Konnte ich mich... Musste ich mich für einen entscheiden. Also, was haben wir hier noch? Lock Snippet. Bam. Bam. Aha. Ja, das ist schon ein grausames Schicksal. Steel reinforced. Okay. Was die Leute hier. Hatte ich den schon? Ah, aha. Summoning the whole crew, it's just torture. What? Oh, was? Das ist ja wirklich Event Horizon. Grausam. Grausame Dinge sind hier geschehen. Was ist hier hinten noch? Es ist nix. Okay, ich glaube, wir können hier wieder raus, oder? Haben wir hier alles gemacht? Dadurch diesen... Okay. Ah, hier gehen wir jetzt wieder raus. Dann haben wir alles, oder? Leute, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch hätte ich das vermutlich nicht geschafft. Seien wir ehrlich. Ich bin ehrlich mit euch. Ich glaube nicht, dass ich das alleine geschafft hätte. Oh, das ist auch ein schönes Schiff. Nicht so schön wie der Fichtenelch. Aber auch okay. Wie kann ich das nicht nochmal scannen? Ich wollte es eigentlich scannen. Lexus Starship. Nicht schlecht. Aber nicht so schön wie der Fichtenelch. Ich will schnell wieder nach Hause. Oh, hier ist es schön warm. Boah, ist das schön. Also. Leute, wollen wir jetzt. Habt ihr Bock ein bisschen. Sollen wir ein bisschen mit Simon Halo spielen? Halo. Obwohl, ey, No Man's Sky auch cool ist. Aber. Wir machen das mal, oder? Ein bisschen Halo mit Simon spielen? Why not, sag ich immer. Wir können ja zur Not, wir gucken uns das mal mit an, wie das so läuft. Und ich versuche das mal zu... Wie lange machst du heute, Nils? Ich weiß noch, ich muss ehrlich gesagt morgen um 7 aufstehen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie lange ich jetzt mache. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen was zusammen. Und dann gucken wir mal, ab wann ich denke, dass Schlaf eh überbewertet ist. Vielleicht mache ich einfach durch bis um 7. Und... Doch, ich brauche euch noch, liebe Mods. Ohne euch bin ich ein Niemand. Ich sehe gerade, dass Simon ist offline gegangen. Und ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Simon hat Garage Quit. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Ich hatte gerade tatsächlich eben mit dem Gedanken gespielt, Simon nochmal zu fragen. Ich habe immer noch hier mein Kaltgetränk. Simon noch. Oder ist das ein altes? Nein. Mhm. Echt? Ist Simon ein bisschen sauer? Ist er einfach so abgedackelt? Das ist ganz ungewöhnlich, ne? Ist er wirklich einfach jetzt offline gegangen? Ich kann ihn hier nochmal schreiben. Ich schreibe ihm einfach nochmal, dass ich eine Runde spiele. Simon ist off. Ich schreibe ihm noch, ich spiele nochmal No Man's Sky. Wenn du Lust hast, komm doch. Sonst gute Nacht. Nee, jetzt habe ich Macht geschrieben. Das könnte er falsch verstehen. Gute Nacht, mein Lieber. So. Gut. Okay. 7 Uhr aufstehen. Also geht der Stress. Der was? Der Stream ist 6.59 Uhr. So lange werde ich nicht mehr durchhalten. Komm, Delvins. Wenn ich jetzt die gute Nacht, die ganze Nacht streame, dann kannst du ja wohl auch mal dabei sein. Nee. Er hat sich noch verabschiedet. Alles gut? Ah, okay. Warum ist das hier so komisch? Ich bin in einer Space Station. Ich habe viel Geld. Und wir machen richtig geilen Scheiß. Das ist der Fichtenelch, falls ihr ihn noch nicht kennengelernt habt. Und ich muss jetzt erstmal... Oh, wieso ist das grafisch hier gerade so fürchterlich?
Das war doch vorhin nicht so, das ist ja unglaublich. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir noch so machen müssen. Denn ich muss jetzt erstmal, warte mal, pass auf, Phase 1 haben wir gemacht alles, oder? Sieht gut aus. Phase 2 habe ich nicht alles gemacht. Reach the second rendezvous point. Das checke ich nämlich nicht. Objective, reach the second rendezvous point. Part of execution. Reward, select other milestones from the screen. Habe ich das jetzt schon gemacht? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber wo ist das überhaupt? Face, was ist das? Pin milestone, track this milestone. Okay, aber das hatte ich schon gemacht, oder was? Inventory full, clear space in your inventory to receive reward. Ach du meine Güte, echt? Das interstelläre Bierbike ist irgendwie weg. Ich muss ein bisschen Inventory clearen. Wieso habe ich denn nicht mehr... Wo ist denn mein Inventory voll? Ich habe doch genug. Ich habe doch genug. Was ist das hier eigentlich? Mhm. Okay. Das können wir alles noch installieren, aber... Achso, Wiring Loom fehlt mir da. Muss ich noch irgendwie bauen. Ja, I don't know. Angeblich sagte ich habe nicht genug. Oh, was? Received? Geilen Scheiß from Patzox. Received Primitive Butcher's Wheel. I need Wiring Loom to build Simple Translator. Irgendwas habe ich bekommen, ich weiß es aber nicht. Ich kann es auch purchasen. Komm, wir gehen mal hier in den Fichtenelch. Okay, so Leute, wo ist jetzt... Ich muss jetzt mal Folgendes finden. Wo ist... dieses Ziel? Also da ist jetzt... Ist das jetzt mein Missionsziel oder ist das eine Starbase? Das check ich halt noch null, muss ich ehrlich sagen. Okay, das da ist ja die Starbase, aber das ist ja nicht mein zweites Ziel. Wo ist das Ziel? Wandel mal dieses Tainted Metal um, ja, das muss ich auch machen. Dalvons fühlt sich gezwungen, einen Kaffee zu machen. Okay, das... So, warte mal. Jetzt muss ich das mal eben checken. Ich bin noch vorhin hier auch hingeflogen, weil das hier... Das war doch mein Ziel, oder nicht? Ich check's halt noch nicht. Da ist die Space Station. Und das andere da... Ich check's noch nicht so richtig. Ich bin doch hier, ich bin doch da. Da bin ich doch. Hm. Checkt ihr das? Ihr meint, ja. Okay. Oh nein, nur weil ich so reich bin. Wo ist denn jetzt schon wieder der Thread? Ich bleib mal in der Nähe der Space Station. Wenn das jetzt zu viele sind, dann kann ich abhauen. Und ich muss mal... Und ich habe ja auch irgendwie Raketen. Wie kann ich denn die Raketen zünden? Das würde ich gerne mal wissen. Photon Cannon? Rocket Launcher! Geil. Rocket Launcher. Okay. Okay, das ist cool. Also. Noch ist hier niemand. Also gehe ich mal in die andere Perspektive. Und check mal, ob ich das irgendwie mit dem Missionsziel gerieben bekomme. Und da sind zwei Sachen. Aber das da oben ist dann wieder eine Space Station. Oder was ist das da, was ich da hinten sehe? Hallo? Okay. Das ist einfach unmöglich. Also, ich check's gerade nicht. Was ist mein Missionsziel? Welche Farbe habe ich? Das, was lila-farben ist, das ist es ja aber nicht.
Oder ist es das? Geh mal in Logs und wähle die Mission. Ja, habe ich ja eigentlich gemacht, oder? Da. Nee, what the fuck? Was? Diese wollte ich doch. Rendezvous. Die da. Die muss ich doch machen. Oder ist das eine Primary Mission? Secondary Mission? Reach the second Rendezvous Point. Ja, genau. Eieiei, warte mal, jetzt sehe ich was. Da! Ah! Detect. Und jetzt mal dahin. Alles klar. Okay. So. Wow, wo ist das jetzt? Okay. Da ist mein guter Freund, der General. So, ihr Lieben, wo ist das jetzt? Ist das hier unten auf dem Planet? Aha, aha. Da oben ist die Space Station, aber die will ich nicht. Das sind welche Piraten. Aber das ist mit den Missionszielen alles nicht so einfach. Ist das hier unten irgendwo? Was ist das? Oh. Da hinten, da ist was. Safe Beacon? Nee, das ist es nicht. Alter! Das ist komplett... Das, ich check's gerade noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Was ist da oben? Okay, das ist einfach nur der Ra-General. Der Spieler von selbst auf Frachtermission umgeschaltet. What the fuck, warum? Ey. Warum schaltet der von alleine um? Das ist doch echt lächerlich. Okay. Da ist irgendwas. Da. Okay. Da. Wieso schaltet der von alleine um? Oh, jetzt kommt nur noch ein Firestorm. So, aber wenigstens jetzt haben wir es. Mensch, das hat aber echt jetzt... Jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr. Okay. Warte, 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 was ist das denn? Au, 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 ey, 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 ruhig, 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 warte mal. Wir schalten mal um. So, ganz ruhig, warte, 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 warte. Wir machen mal kurz mal hier oben. Oh, das war schön, noch ein Feuersturm. Au! Au! Ah! Okay, warte, warte, ganz ruhig. Extreme Firestorm. Ganz ruhig. Ich muss noch mal ganz kurz hier meine Lebenserhaltung. Life Support. Okay. Nee, eine ganze Batterie, das ist ja Quatsch. Oh, ist das hier... Oh, kann ich da jetzt runterjumpen? Oh, oh. Hat er jetzt wieder umgeschaltet? Au! 120 Grad. Ne, warte mal. Wir warten das kurz im Fichtenelch ab. Oder kann ich da runter sinken? Kann mein Schiff kaputt gehen? Muss... Nee, Zombies. Zombies ate my neighbors, habe ich nicht gefinisht. Okay,
Ah, okay, so. In die Richtung. Boah. So, ich gehe mal hier in die Erde rein. So. Was? 950? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier gerade richtig ist, was ich mache. Was? Ist das doch... What the fuck? Das denn? Okay, irgendwas ist hier komisch. Hat sich das schon wieder umgestellt? Wieso denn jetzt so weit weg? Das ist ja völlig lächerlich. Nee, das kann nicht stimmen. Das kann ja überhaupt nicht stimmen. Alter, jetzt bin ich hier gefangen, hallo? Hat sich das jetzt um mich geschlossen oder was? Das hat sich um mich geschlossen? Nee. Da lang. Oh, es ist hart. Alles vibriert die ganze Zeit. Nee, hör mal auf. Es ist ja wirklich unangenehm hier. Ganz unangenehmer Planet. Oh, Storm's Clearing. Okay, das ist gut. Aber ich kann auch mit dem Schiff dahin, oder nicht? So. Das? Boah. Oh, so hoch, hoch, hoch. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja brutal. Oh, ich bin wieder im Land der Raketenwürmer. Okay. Ich rufe mal mein Raumschiff. Kann es ja auch nicht sein. Wie war das noch? War das hier? Utilities? Wo kriege ich nochmal mein Auto? Da. Fichtenelch. Kommt der? Da. Was ist das? Ist das auch ein Raumschiff? Das sieht ja krass aus. Alter, Herr General, Sie haben ja ein fantastisches Raumschiff. Wo ist der Fichtenelch? Wo ist der Fichtenelch da? Boah, der sieht aus wie notgelandet. So. Da. Hier muss es sein. Was? Also das gibt's doch gar nicht. Warum zeigt ihr mir denn hier... Okay, ich check's gerade noch nicht. Komm ich nicht hoch? Habe ich keinen Antrieb mehr oder was? Doch, habe ich doch. Launch Thrusters. Ist doch alles gut. Hallo? Okay, was ist das hier? Oh, 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 oh.
Wieso kann ich nicht scannen? Warte mal. Da. Ich check's nicht. Ja, Leute, ich muss euch wirklich sagen, ich check's überhaupt nicht. Der zeigt mir das an und dann ist es wieder woanders. Von da muss ich suchen, okay. Naja, okay, ich kann mein... Okay, ich muss von hier suchen. Ich kann mein Raumschiff nicht nehmen, weil ich dann nicht scannen kann. Das heißt, ich muss einfach erstmal jetzt offensichtlich zu Fuß die Strecke laufen. Ich bin schon wieder in diesem Land der Raketenwürmer. Aber dann mache ich das jetzt. Das hätte ich nicht gedacht, dass man... Oh, da spawnt noch was. Oh, lauf! Oh, das ist ja mega lang. Oh, was sind denn das für süße Freckles? Guck mal hier. Guck mal. Oh, der ist ja süß. Kann ich den haben? Hi. Willst du nicht haben? Nimm ihn dir doch. Ist für dich. Ja, will er nicht. Selber schuld. Dann nicht. Oh, hallo, ich hatte deinem Freund schon was angeboten. Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Ihr lauft alle weg. Ich laufe irgendwo hin, wo es gefährlich ist, oder? Wenn die Einheimischen alle weglaufen, dann... Ugh. Ja, der hat halt Krallen, die sind zum Graben. Das sind Grabekrallen. Wer bist du? Ah ja, Herr General. Wie immer einen Schritt voraus. Ey, man könnte doch irgendwie so dashen, fällt mir gerade. Oh nein, muss das jetzt sein? Man könnte doch so dashen. Wie ging das denn nochmal? Wie war das nochmal? Auf C? Nee, irgendwie konnte man dashen. Mit E kannst du adoptieren. Habe ich ja probiert, ne? Ich habe mir was zu fressen hingeschmissen. Nee, ach so, der Dash geht nicht mehr. Ich habe das ja neulich erst erfahren und da ging der Dash noch. Na gut, wenn ihr das sagt. 192 Meter. Was? Was sagt Silvio? Doch, Dash geht, aber wie? Also nach dem Füttern nochmal Hallo sagen quasi. Schlagen Jetpack. Ah. Ah, ja, okay. Ah. Doch, das geht. Schlagen. Ja. Okay, was sagt hier die... Oh, bin ich falsch gelaufen? Da. Ah ja, guck mal, das ist doch ein Dash. Eieiei, hallo. Oh Mann, ey. Und der Ra-General ist sogar schon da. Wow! Wer bist du? Du bist ja großartig. Ein Riesenmaulwurfsvogel. Bist du Freund? Bist du ein Freund? Hallo! Alter, der ist ja fantastisch. Wie klasse. Der ist. Oh, ist der klasse. Ich muss mal mich in den Sicherheit bringen. Hier ist ein Sturm. Aber hänge ich hier fest, alles klar. So, wie komme ich jetzt hier rein? Hier. Hier bin ich sicher, oder? Jetzt muss ich hier wieder irgendein Terminal angucken. Nee, ist hier nicht irgendwas? Ah. Nearest Titan Worm Burrow located. Estimated distance. Da muss ich jetzt hin. Jetzt muss ich das gleich nochmal machen, oder was? Ja. Da, in die Richtung. Ja, ich muss trotz Wind und Wetter raus. Trotz Wind und Wetter muss ich raus. Hat.
Wie, no edit permission? Ja, das sagst du mir jetzt, wo ich... Jetzt, wo Feuersturm ist, sagst du mir das, oder was? Oh nee, jetzt finde ich nicht mal mehr nach Hause. Es ist zu dunkel da. Da muss ich kurz warten. Ja, das ist natürlich doof. Ich darf mich hier nicht bohren. Schnell rein in die gute Stube. Ja, okay. Wie lange muss ich jetzt den hier aussitzen, den Sturm? Da muss ich jedenfalls hin. 256, 267. So, Feuersturm. Oh, hier wird was verschenkt. Marcel 94. Vielen Dank, dass du hier Geschenke verteilst. Das ist aber nett von dir. Sehr, sehr freundlich. So, komm jetzt, Feuersturm. Wie lange denn noch? Ey, was ist denn das alles für lustige? Guck mal hier. Wobble, wobble. Off of food. Ach komm. Field of view soll ich höher stellen. Ist denn das hier oder was? Die Options oder wo ist das? Field of View. Weiß ich nicht, 100? So besser? Hi, Ra! Ist Feuersturm gerade. Ich kann da jetzt nicht raus. Extreme Storm, you know? Ich weiß nicht, wir müssen hier, glaube ich, echt warten, bis das, bis sich das gelegt hat. Sonst können wir hier nicht raus. Und das ist echt schade. Ja, das gefällt mir. Und Life Support machen wir auch nochmal ein bisschen. Ja. Oh, hier müssen wir auch nochmal was machen. Boah, da war ja gar nichts los. Jetzt bin ich, glaube ich, schon ein bisschen besser ausgestellt. Aufgestellt, aber jetzt müssen wir trotzdem ein bisschen... Oh nein. Why? Ein Error. Oh no. Vielleicht habe ich das Field of View, hätte ich vielleicht nicht anstellen sollen, ne? Hm. Oh nein, oh nein. Nein, No Man's Sky, why?